Der Burj Khalifa in Dubai ist das höchste Bauwerk der Welt. Und einer der größten Erfolge in der Geschichte der Ingenieurskunst. Enormer Ehrgeiz war nötig, um es zu entwerfen. Und man braucht Nerven aus Stahl, um es zu errichten. Höhere Kräne. Höhere Fenster. Für ein noch höheres Bauwerk. Alle fragten, bist du verrückt? Die Bauarbeiter schreiben Geschichte und filmen sich dabei. Dies ist die Geschichte eines unglaublichen Wolkenkratzers und der Menschen, die ihren Ruf und ihr Leben beim Bau riskieren. Alle Menschen hier drunter sind in Gefahr. Im Emirat Dubai am Persischen Golf steht ein architektonischer Riese. Mit 828 Metern ist der Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt. Der 1,5 Milliarden Dollar teure Turm wurde 2010 mit einem spektakulären Feuerwerk eröffnet. Dieser Ort sah einmal ganz anders aus. Als die Bauarbeiten 6 Jahre zuvor begannen, gab es dort nur eine karge, trockene und ausgedörrte Wüste. Der erste Spatenstich erfolgt im Februar 2004. Bei so einem großen Projekt muss man schnell arbeiten. Zeit ist Geld. In dieses Gebäude wird sehr viel investiert. Wir müssen daher schnell fertig werden. Bauleiter David Bradford ist für Planung und Zeitmanagement verantwortlich. Ich war begeistert von dieser Aufgabe. Ein Traum wurde wahr. Es ist schließlich das größte Gebäude der Welt. Und wie viele Menschen dürfen bei so etwas schon mitarbeiten? Doch als David beginnt, sind die Architekten noch nicht mit ihrem komplexen Entwurf fertig. Beim Bau eines solchen Gebäudes zählt Geschwindigkeit. Man kann nicht einfach warten, bis alle Pläne fertig sind, sonst arbeitet man vor der Ausschreibung schon 3 Jahre lang im Büro daran. Als große Teile des Gebäudes noch auf dem Reißbrett liegen, beginnt das Team schon mit der Arbeit am Fundament. Am schnellsten baut man einen Turm wie den Burj Khalifa mit Stahlbeton und einem Verfahren namens Selbstkletterschalung. Am Sockel beginnt man mit der Schalung. Man montiert Bewehrungsstahl und gießt Beton ein. Wenn der Beton aushärtet, wird die Schalung auf die nächste Ebene gehoben. Und der Prozess beginnt von vorn. Mit diesem System wächst das Gebäude jede Woche ein Stockwerk in die Höhe. In die Schalung füllt man den Bewehrungsstahl ein und dann den Beton obendrauf. 12 Stunden, nachdem der flüssige Beton eingegossen wurde, kommt die Form weg. Dann wird die hydraulische Selbstkletterschalung auf den neuen Beton gesetzt und sie schiebt sich automatisch nach oben, immer 4 Meter auf einmal. Der Burj Khalifa war die Idee von Emaar, einem Immobilienunternehmen in Dubai. Sie wollen den Status der Stadt als internationales Finanzzentrum unterstreichen, indem sie den größten Turm der Welt errichten. Deshalb hat Emaar eines der besten amerikanischen Architekturbüros ins Boot geholt, Skidmore, Owings and Merrill. SOM hat seinen Sitz in Chicago, dem Geburtsort der Wolkenkratzer. Chefingenieur Bill Baker weiß, beim Bau höherer Gebäude reicht es nicht aus, einem alten Entwurf einfach mehr Stockwerke aufzusetzen. Eine größere Höhe bedeutet neue Herausforderungen für die Ingenieure.
Wir sind im 90. Stock des Willis Towers, des ehemaligen Sears Towers. Wenn man sich die Skyline von Chicago ansieht, erkennt man quasi die Wolkenkratzer-Prototypen. Der Aon Tower hier drüben, früher das Standard Oil Building, ist eine einzelne Röhre. Wollen Architekten höher bauen, müssen neue Tragwerke her. Das hier ist der Vorgänger des Sears Towers, das John Hancock Center. Es ist eine sogenannte Fachwerkröhre und man kann an allen vier Seiten die diagonalen Stützen erkennen, die den Bau stabilisieren. Eine der letzten großen bautechnischen Erfindungen ist dem Turm zu verdanken, auf dem Bill steht. Mit 442 Metern war der Willis Tower bis 1996 das größte Gebäude der Welt. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Röhrenbündel. Der Turm besteht aus 9 quadratischen Röhren. Sie ergeben zusammen eine stabile Konstruktion. Aber die Möglichkeiten sind begrenzt. Mit diesen 9 Röhren kann man wunderbar 442 Meter hoch bauen. Aber was ist, wenn man höher hinaus will? Zum Beispiel auf 700 Meter. Dann braucht man eine größere Grundfläche, aber man hat dann nicht mehr 3, sondern 5 Türme nebeneinander. Man braucht also eine große Fläche und das wird finanziell problematisch. Aber noch wichtiger ist, dass die Räume sehr tief werden. In Gebäuden ist die Aussicht sehr wichtig. Man will aus dem Fenster gucken. Man sieht hier, wie weit weg die Menschen von der Fassade und der Aussicht wären. Um einen höheren Turm mit hellen Innenräumen zu schaffen, entwickeln Bill und sein Team ein neues Tragwerk. Für den Burj Khalifa nutzen wir ein neuartiges Bauverfahren. Der Kern ist ein Sechseck in der Gebäudemitte. Damit gibt es einen Widerstand gegenüber dem Drehmoment, also den Verwindungskräften am Gebäude. Das ist allerdings noch viel zu schmal, um sehr hoch zu gelangen. Deshalb muss er stabilisiert werden. Dafür sind diese 3 abgehenden Flügel notwendig. Man sieht hier, wie der Kern in 3 Richtungen durch jeden Flügel gestützt wird. Soweit ich weiß, wurde das noch nie vorher so gemacht und ist daher eine einzigartige Lösung. Bei diesem Konzept wird das innere Licht durchflutet. Wir haben eine Lösung gefunden, wie wir sehr hoch bauen können und es im Inneren hell bleibt, als wäre man in einem 10-stöckigen Gebäude und nicht in einem mit 160. Bei der Konstruktion von SOM wird das enorme Gewicht von Stahl und Beton von einem großen Fundament gehalten. Je höher das Gebäude wird, desto weniger Stützen gibt es. Glitzerndes, verspiegeltes Glas hält die starke Hitze der Wüste ab. Der Burj Khalifa ist der Lamborghini oder Ferrari unter den Wolkenkratzern. Ein Bau von höchster Qualität und Spitzenleistung. Das hat seinen Preis. Die Baukosten wurden streng geheim gehalten. Wir hörten ein paar allgemeine veröffentlichte Zahlen. Wir vermuteten, es ginge um ungefähr 1,5 Milliarden Dollar, aber wir waren in vieles nicht eingeweiht. Noch ist nicht alles bekannt. Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, den Milliardenentwurf zu realisieren. Auch die einfachsten Baumaterialien müssen erstklassig sein. Die Betonfestigkeit war entscheidend. Wir haben hier Beton hergestellt, den niemand sonst nutzt. Das Team mischt aus mehr als 25 verschiedenen Bestandteilen einen Beton, der flüssig bleibt, wenn er ins Gebäude gepumpt wird und enorm schnell trocknet. Doch diese spezielle Mischung aushärten zu lassen, ist eine große Herausforderung. Hier herrschen Temperaturen über 45 Grad. Wenn der Beton zu heiß ist, härtet er sofort aus und man kann ihn nicht einmal eingießen. Wir machen das nachts, wenn es kühler ist, und mischen Eis und kaltes Wasser in den Beton.
Um die Mischung hochzupumpen, nutzt das Team drei der stärksten Betonpumpen der Welt. 32 Monate lang liefern die Pumpen 165.000 Kubikmeter Beton. Genug für einen 880 Kilometer langen Gehweg. Danach kommt Baustahl auf den Betonturm. Und damit das Gebäude in der Wüste weiter wächst, begeben sich Menschen und Maschinen in größere Höhe als je zuvor. Okay, over the edge. In Dubai stehen 17 der 100 höchsten Wolkenkratzer der Welt. Doch sie werden von einem Riesen in den Schatten gestellt. Die Bauarbeiten gehen schneller voran und der Burj Khalifa wächst alle drei Tage um ein Stockwerk. Der Plan ist, die Arbeit nicht zu unterbrechen, bis das Projekt fertiggestellt ist. Erst dann ist es vorbei und man kann sich zurücklehnen. Während der Bauprozess voranschreitet, muss noch ein wichtiges Detail geklärt werden. Die Architekten haben noch nicht beschlossen, wie hoch das Gebäude werden soll. Normalerweise gibt es kleinere Veränderungen. Hier gab es große. Das Fundament stand bereits, noch bevor die endgültige Höhe feststand. Diese Frage muss geklärt werden. Und zwar schnell. Es gilt, den 508 Meter hohen Taipei 101 in Taiwan zu schlagen. Der ursprüngliche Entwurf von SOM ist nur 10 Meter höher. Wir wollten nicht mehr versprechen, als wir wirklich realisieren konnten. Doch bald errechnen die Architekten, dass die Konstruktion stark genug ist, um über 300 Meter mehr auszuhalten. Wir bauten das Gebäude immer höher, bis es auf etwa 725 Meter anwuchs. So groß blieb es eine Weile. Dann ging es auf etwa 800 Meter und schließlich kamen wir bei einer Höhe von 828 Metern an. Nach der Vollendung wird der Burj Khalifa 828 Meter hoch aufragen. Aber ist das Fundament stark genug, den Turm zu tragen? Denn gleich zu Beginn der Arbeiten gab es ein Problem mit dem Baugrund. Es ist anders als bei meiner Arbeit in New York. Dort hat man soliden Granit bis in 5 Metern Tiefe und darauf setzt man dann das Fundament. Hier haben wir eine obere Sandschicht, 3 oder 4 Meter. Danach kommen poröser Sandstein und Kalkstein. Alles nicht so gut. Doch die Wissenschaft findet eine Lösung. Der Burj Khalifa mit seinem immensen Gewicht ruht auf einem einfachen wissenschaftlichen Prinzip. Reibung. Es gibt zwei Arten von Pfahlkonstruktionen. Eine ist die Pfahlgründung. Dabei kommen die Pfähle direkt auf das Gestein. So kann die Last gestützt werden. Hier haben wir aber Pfähle mit Mantelreibung eingesetzt. Das Gewicht des Turms wird über Reibung von den Pfahlseiten abgeleitet. Das Fundament des Burj Khalifa basiert auf der äußerst starken Haftung zwischen dem Boden und den Seiten der Pfähle. Unter dem Turm hat das Team 192 Pfähle 50 Meter tief in den Boden getrieben. Sie stützen eine 3,7 Meter dicke Betonplatte. Dieses Fundament muss ein über 500.000 Tonnen schweres Gebäude tragen. Die Zahlen sind sehr groß und das Team muss einen gewissen Senkungsgrad im Entwurf berücksichtigen. Nach Berechnung des Gesamtgewichts schätzen wir, das Fundament wird etwa um 75 mm absacken. Doch es sollte halten. Drei Jahre nach Baubeginn ist das Gebäude 512 Meter hoch und hat 141 Stockwerke. Der Burj Khalifa ist jetzt das höchste Gebäude der Welt.
Um das Material bewegen zu können, mietet das Team drei der weltgrößten Baukräne an. Das sind ganz spezielle Kräne. Sie sind echt riesig und haben ein Eigengewicht von 120 Tonnen. Eine besondere Gruppe bekommt die schwierige Aufgabe, sie zu montieren. Sharif und seine Kranarbeiter. Diese Männer kommen aus allen Teilen der Welt und sprechen viele verschiedene Sprachen. Doch zwei Dinge haben sie gemeinsam: starke Nerven und unglaubliche Schwindelfreiheit. Sie müssen die Kräne aufstellen und am Laufen halten. Das alles ohne den geringsten Fehler. Sie haben den Boden niemals aus den Augen verloren. Ich glaube, sie haben sich da oben wohlgefühlt. Die Kräne verfügen über einen raffinierten Selbsthebemechanismus und wachsen mit dem Gebäude in die Höhe. Nach jedem neuen Stockwerk fügen Sharif und sein Team dem Gerüst ein weiteres Stück hinzu und heben die Kräne noch höher. Man braucht eine ruhige Hand, um den höchsten Baukran der Welt zu bedienen. Mohammed aus Pakistan ist einer der wenigen, die das schaffen. Ich habe eine 12-Stunden-Schicht, von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. Es gab das Gerücht, der Kranführer wohne in der Kabine, aber ich glaube, die Kabine ist viel zu eng und unbequem. In 700 Meter Höhe ist Mohammeds Krankabine fast doppelt so hoch wie das Empire State Building. Ich liebe Höhen, es ist eine tolle Arbeit. Wenn ich noch höher muss, ist das okay. Egal wie hoch, ich mache das. Der Burj Khalifa wächst in den Himmel und damit ins Unbekannte. Eine große Kraft wird zur immer größeren Bedrohung. Das Wichtigste vor allem ist, auf die Naturgesetze zu achten: Schwerkraft, Wind und Sonne. Und bei so einem riesigen Hochbau ist das gefährlichste und unberechenbarste Element der Wind. Wenn man diese Höhen erreicht, ist die größte Last tatsächlich die Windlast, nicht das Eigengewicht, also das Gewicht der Konstruktion und der Verkleidung, und auch nicht die Nutzlast. Das ist nur ein geringer Anteil. Es ist tatsächlich die Windlast. Der Wind weht gegen die Seite des Turms und natürlich biegt er sich dadurch. An keinem Gebäude sieht man das Problem so gut wie am John Hancock Tower in Boston. Das 240 Meter hohe Meisterwerk aus Stahl und Glas wurde in den 70er Jahren gebaut. Doch schnell traten ernsthafte Probleme auf. Selbst bei mäßigem Wind wurden die Menschen im Inneren seekrank, da das Gebäude schwankte. Und mehr als 5000 Glasscheiben fielen ab und zersprangen auf dem Gehweg. Erst nach einem größeren Umbau war der Turm vor dem Abriss sicher. Um den Burj Khalifa vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren, wird die Konstruktion im Windkanal getestet. Peter Irwin ist einer der besten Windingenieure weltweit. Das sind verschiedene Modelle von Gebäuden, die wir bereits getestet haben. Das hier zeigt die recht ungewöhnlichen Formen mancher Entwürfe. Und das hier wird in China gebaut. Wenn wir an einem Windprojekt arbeiten, sind zwei Aspekte besonders wichtig. Zuerst müssen wir wissen, wie sich die Winde um das Gebäude verhalten. Dann müssen wir noch wissen, wie sich das auf das Gebäude auswirken wird.
Peter und sein Team ermitteln, dass der Burj Khalifa Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde standhalten muss. Doch der Turm ist wegen seiner Höhe einer weiteren Gefahr ausgesetzt. Wenn die Gebäude immer höher und schmaler werden, gibt es ein besonderes Windphänomen namens Karmanscher Wirbel. Das ist das Modell eines hohen Gebäudes. Und der Wind weht von hier. Und dann entstehen bei so einem Gebäude Wirbel, die hier an der Ecke abprallen, erst an einer Seite und dann an der anderen. Wenn diese Wirbel an beiden Seiten eines Wolkenkratzers abprallen, kann das Gebäude gefährlich hin und her schwanken. Peter und sein Team müssen sicherstellen, dass dieses Phänomen hier nicht zum Problem wird. Nach dem Test wurden drei aerodynamische Optimierungen entwickelt. Zum einen wurde die Form der äußeren Stützen verbessert, indem man diese Ecken abrundete. Zum anderen wurde die Turmbreite in der Höhe reduziert. Und der dritte Aspekt ist, dass man den ganzen Turm entsprechend der vorherrschenden Windrichtungen neu ausgerichtet hat. Das Ergebnis ist ein unglaublich stabiles Gebäude. Mit einer Form, die den Wirbelablösungen standhält. Man könnte sagen, diese Form verwirrt den Wind. Er kann keine starken Seitenwindkräfte entwickeln, die es bei vielen anderen Gebäuden gibt. Der Burj Khalifa ist bestens für die stärksten Winde in Dubai gerüstet. Auf der Baustelle wächst der Rohbau in die Höhe. Nach der Fertigstellung wird es im Burj Khalifa 600 Wohnungen, ein Hotel mit 160 Zimmern und 37 Stockwerke für Büros geben. Das Gebäude wird bis zu 36 Megawatt Strom verbrauchen, genug um eine Stadt mit 20.000 Einwohnern zu versorgen. Bei einem Stromausfall sichern 5 riesige Generatoren die Stromversorgung. Doch zunächst muss jemand diese enormen Geräte an ihren Platz bringen. 3 Tage vor Weihnachten und das hier ist mein Geschenk. Ein 22-Tonnen-Generator. Davon haben wir 5. Vorsichtig, achte auf die Maschine. Was haben wir? 26. Es sollten 22 sein. Irgendwo ist ein schwerwiegender Fehler passiert. Jeder Generator sollte 22 Tonnen wiegen. Warum 26 Tonnen? Ich weiß nicht. Toll. Das ist ganz toll. Alles ist auf 25 Tonnen ausgelegt. Die Traverse ist bis 25 Tonnen zugelassen. Die ganzen Seile tragen jeweils 6 Tonnen, macht insgesamt 24 Tonnen. Und wir wollen hier 26 Tonnen heben. Deswegen sind alle Menschen hier drunter in Gefahr. Der Generator ist 4 Tonnen zu schwer und die Ketten könnten jeden Moment reißen. Runter damit! Das hier ist keine exakte Wissenschaft. Es sind Erfahrungswerte und ich möchte das Leben meiner Männer oder meiner Maschinen lieber nicht gefährden. Bei Arbeiten in dieser Größenordnung hat die Sicherheit oberste Priorität. Das Team muss die Hebegeräte verstärken, bevor die Generatoren ins Gebäude gebracht werden können. Den Zeitplan einzuhalten und das Fortschreiten der Arbeit zu sichern, ist David Bradfords Aufgabe. Die Arbeit hat natürlich auch mein Familienleben verändert. Meine Frau sah mich nicht oft, aber sie hat sich nicht darüber beschwert. Ich bin heimgekommen, als sie bereits schlief und morgens war ich schon weg, bevor sie aufwachte. Doch dann wird es noch härter. Bei so einem Gebäude kann man sich keine Fehler erlauben. Das ist ganz wichtig. Wenn man einen Fehler macht, wird die Arbeit unterbrochen. Dann entstehen enorme Kosten für alle. Die ganzen Maschinen des Bauunternehmers ruhen und tausende seiner Arbeiter sind quasi arbeitslos. Man muss immer wieder nachprüfen. Alles muss so gut wie perfekt sein am ganzen Gebäude. Kurz vor der Fertigstellung fehlt noch etwas.
keine Spur von den Glasscheiben, die schon den Großteil des Gebäudes bedecken sollten. Fast fertig erhebt sich der Burj Khalifa aus dem Dunstschleier der Wüste in Dubai. Das Team muss nun dringend mit der Verkleidung der Stahl- und Glasfassade beginnen. Wenn das Gebäude in die Höhe wächst, braucht es eine Hülle. So entsteht ein Innenraum, in dem man weiterarbeiten kann, Kabel verlegen und einrichten. So wird das Gebäude bald bewohnbar. Es ist ein riesiges Unterfangen, den Turm vor Wind, Regen und Sand zu schützen. Außen müssen 24.348 einzelne Glasscheiben angebracht werden. Doch die mit der Lieferung beauftragte Firma ist bankrott. Und nun droht das Projekt, seinen Zeitplan und sein Budget zu überziehen. Jeder unproduktive Tag, jede nicht getroffene Entscheidung kostet Geld. Der örtliche Bauunternehmer Arabian Aluminium holt einen neuen Zulieferer ins Boot. Und sie engagieren jemanden, der die Sache ins Rollen bringen kann. Ich bin ins Flugzeug gestiegen und kam für ein Bewerbungsgespräch nach Dubai. Man hat mir die Baustelle gezeigt und sagte, also darum geht es. Hier wirst du arbeiten. Und ich habe hochgeschaut und meinte, wow. Und da war der Bau noch nicht mal halb fertig. Ich fragte, wo sind denn die Fenster? Und das genau war das Problem. Es gab keinen Entwurf und kein System. Es wurde meine Aufgabe, das zu beheben. Die Fassade ist jetzt 18 Monate hinter dem Zeitplan. Um die Arbeit wieder anzukurbeln, hilft John Serafa bei der Errichtung einer neuen Fabrik, die nur dem Burj Khalifa zuarbeitet. Das wird schwierig, eine echte Herausforderung. Wir waren ziemlich erstaunt, denn von der Vertragsunterzeichnung über Entwürfe und Produktion der neuen Elemente bis hin zur Testphase vergingen nur 4 Monate. Das ist eine typische Scheibe des Burj Khalifa. Große Glasscheibe, kleine Scheibe, Brüstungselement aus Edelstahl, vertikale abgerundete Kanten, eine Edelstahllamelle mit spiegelnder Oberfläche. Jetzt ist noch ein Schutz drauf, der dann abgenommen wird. Diese Paneele werden komplett hochgehoben und dann aufgehängt. Deshalb heißt das Vorhangfassade, weil es von oben runterhängt. Verglasungen an Gebäuden sehen sehr gut aus. Doch in Dubai ist das besonders schwierig, wie John erklärt. Wir haben hier ein Stück ganz normales, durchsichtiges Glas. Sensoren messen die Temperatur in der Kiste, damit wir wissen, wie viel Hitze durch das Glas dringt. Wenn dies das Gebäude wäre, dann ist das die Menge an Hitze, die durch das Glas ins Innere dringen würde. Draußen sind es jetzt 46,3 Grad, also sehr, sehr heiß. Das bringt uns offensichtlich etwas ins Schwitzen. 46 Grad sind viel. Doch das ist gar nichts im Vergleich zur Temperatur unter dem Glas. Die derzeitige Temperatur in der Glaskiste liegt bei 98 Grad. Also ich kenne nicht so viele Menschen, die so eine Umgebung mögen. Die Innentemperatur liegt knapp unter dem Siedepunkt. Würde man dieses normale Glas am Burj Khalifa montieren, wäre das Gebäudeinnere die weltgrößte Sauna. Doch das Team hat eine Hightech-Lösung. Unser Glas hat 2 Beschichtungen. An der Außenseite gibt es eine Silberbeschichtung, welche die UV-Strahlen einfängt und reflektiert. Die Innenbeschichtung besteht aus Titan und fängt Infrarotstrahlen ein. Durch die Reflexion von Infrarot- und UV-Strahlen reduziert sich die Wärme, die ins Gebäude gelangt. Doch diese Technologie hat ihren Preis. Für alles, was mit den Glaspaneelen zu tun hat, von der Herstellung bis zur Montage,
zahlt man so ungefähr 2000 US-Dollar pro Stück. Bei 24.000 Scheiben ist das eine Menge Geld. 48 Millionen. Als Glas und Aluminium in Dubai ankommen, setzen Fabrikarbeiter alles zusammen und liefern sie direkt an die Baustelle. Die Glaspaneele sind bis zu 6,40 Meter lang und wiegen bis zu 750 Kilo. Und jedes davon muss einzeln nach oben gebracht und von Hand montiert werden. Das ist sehr gefährlich. Sobald ein Windstoß kommt, ist es wie ein großes Segel, schwierig zu kontrollieren. Das Paneel könnte runterfallen, das Glas brechen und dann würden Glassplitter nach unten regnen. Jemand könnte sich am Bein verletzen oder so. Es ist wirklich gefährlich. Während die Arbeiter das Gebäude verschließen, verfolgt Bauleiter David Bradford genau die Fortschritte. Das ist ein Meilenstein. Ich arbeite schon seit einem Jahr an dieser Sache. Man muss alles kontrollieren. Sollte ich mal nicht selbst auf Arbeit sein, würde ich mein Fernglas aufstellen und den Fassadenleiter beobachten. Schauen, ob er auch wirklich arbeitet. Falls nicht, gäbe es einen Anruf. Hey, warum arbeitest du nicht? Wir haben tatsächlich die verlorene Zeit wieder aufgeholt. Das beeindruckt mich wirklich. Die Fassade ist fertig. Fünf Jahre nach dem ersten Spatenstich geht der Burj Khalifa in den Endspurt zur Vollendung. An der Außenseite des Gebäudes entsteht ein besonderer Blickfang. Die höchsten Außenbalkone der Welt. Der Kunde wollte das und ich dachte, man sollte die Möbel besser festschrauben. Wir sind auf dem Weg in den Kontrollraum. Windingenieur Peter Irwin erklärt das Problem auf ganz einfache Weise. Er nutzt einen hochmodernen Windkanal an der Universität Ontario unter Leitung von Ingenieur John Comer. Die Luft strömt hier durch. Dann wird sie ganz gleichförmig durch diese Düse gedrückt und strömt direkt in Ecke Nummer 1. Okay, wir wollen heute die Auswirkungen von Wind auf Menschen betrachten. Sie müssen bestimmt gesichert werden. Ja, wir werden sie am Boden festmachen, damit sie nicht weggeweht werden. In Dubai können Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometer pro Stunde auf den Burj Khalifa treffen. Und dieser Test wird zeigen, was passiert, wenn ein normaler Mensch auf einem ungesicherten Balkon steht und den Winden ausgesetzt wird. Okay, Simon, bereit? Es werden 110 Kilometer pro Stunde sein. Okay. Kilometer pro Stunde entsprechen einem Hurrikan der Kategorie 1. Kannst du versuchen, ein, zwei Schritte vorzugehen? Okay, danke. Das reicht. Da möchte man nicht auf einem Balkon im 120. Stock sein. Um hier Unfälle zu verhindern, haben die Architekten Möglichkeiten entwickelt, um die Menschen vor dem Wind zu schützen. Wir haben diese verglasten Balustraden konzipiert. Sie halten den Wind davon ab, quer über den Balkon zu wehen. Dann gibt es diese Trennwände. Sie verhindern, dass der Wind über den Boden der Terrasse fegt. Und hier diese Gitter. Sie halten die Fallwinde ab, auf die Terrasse runterzuwehen. Hier im Inneren befindet sich die raffinierteste Lösung.
Wir haben an jeder Fassade mit Terrasse einen Windmelder installiert. Wenn die Windgeschwindigkeit über ein bestimmtes Maß hinausgeht, dann wird ein Alarm ausgelöst. Die Menschen werden so davor gewarnt, die Terrasse zu nutzen. Das Gebäude hat aber noch nicht seine endgültige Höhe erreicht. Es soll nun mit einem ingenieurstechnischen Meisterwerk gekrönt werden. Ein 136 Meter langes und mehr als 350 Tonnen schweres Stahlrohr, das an der Spitze nur 1,20 Meter im Durchmesser misst. Die Spitze war für uns der krönende Abschluss des Gebäudes. Wie soll so ein spitz zulaufender Turm enden? Einfach aufhören wirkt gestutzt. Er sollte ganz weit in den Himmel aufragen. Doch es gibt ein großes Problem. Wie bekommt man die Spitze hoch und setzt sie auf das Gebäude? Es war schwierig, die Spitze zu platzieren. Selbst mit maximaler Höhe kam kein Kran auch nur annähernd heran. Kein Kran schafft diese Aufgabe. Und kein Hubschrauber kann 350 Tonnen Stahl anheben. Scheinbar ist die Spitze zu groß und ihr Ziel zu hoch. Doch dann kommt ein Ingenieur auf eine geniale Idee. Die Spitze in Einzelteilen nach oben zu bringen und im Gebäude zusammenzusetzen. Die Spitze wurde im Grunde im Gebäude gebaut und dann mit Hilfe von Litzenhebern herausgehoben. Alle führenden Architekten und Ingenieure versammeln sich. Sie wollen beim Aufsetzen der Spitze dabei sein. Sie wird jetzt endgültig nach oben gehoben. Schön, das zu erleben. Jetzt ist die Silhouette des Burj Khalifa vollständig. Das Team kann nun die letzten Arbeiten ausführen. Dieses Gebäude muss nicht nur das größte, sondern auch das beste weltweit sein. Und um genau das zu gewährleisten, machen sich einige tapfere Männer in unglaubliche Höhen auf. Hier geht's tief runter. In Teamarbeit montieren die Arbeiter schließlich das letzte Glaspanel der Vorhangfassade am Burj Khalifa. Entscheidend war hier die Planung. Wir haben alles auf den Millimeter und die Sekunde genau durchgeplant. Nun muss das Gebäude schnell fertig werden, bevor es in 3 Monaten eröffnet wird. Nach 6 Jahren Arbeit ist es mit Staub und Schmutz bedeckt. Doch die Lösung ist einfach. Fensterputzer polieren die gesamte Fassade von Hand. Alle 24.348 Glasscheiben. In 800 Meter Höhe gibt es noch eine Aufgabe. Nachts wird das gesamte Gebäude von tausenden Lampen beleuchtet. Doch die letzten 7 Lichter müssen noch an der Spitze angebracht werden.
7 Löcher mussten in die Spitze gebohrt werden. Also ich finde, bei 2000 Lichtern fallen 7 weniger gar nicht auf. Am Boden wird es niemand merken. Aber Emma wollte, dass alles perfekt ist. Sie hatten sich sehr hohe Ziele gesteckt. Das Team sucht eine Lösung für diese letzte Aufgabe. Man konnte dafür kein Gerüst oder Kran nutzen. Kletterexperte Mick Flaherty hat eine Antwort. Erst meinten alle, bist du verrückt? Wie willst du das machen, wenn du an einem Seil hängst? Mick engagiert einen Experten, um das Ganze anzuleiten. Er ist Abseiler, ein Mann, der schon viele Jahre als Industriekletterer arbeitet. Doch kurz bevor es losgeht, gibt es Probleme. In dieser Höhe bekommt man schnell Schwierigkeiten. Man stößt wirklich an seine Grenzen. Als wir auf dem Weg ins Innere der Spitze waren, konnte ich ihm seine Besorgnis ansehen. Er wurde ganz weiß und hielt an. Ich fragte, was los ist, und er sagte, ich will mein Leben nicht aufs Spiel setzen. Ich kann das nicht. Es bleibt keine Zeit, Ersatz zu suchen. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Mick selbst muss das Ganze anleiten. Es ist eine sehr gefährliche Aufgabe, unter den extremsten Bedingungen. Für mich war die Hitze sehr anstrengend. Es war echt ein schwieriger Job. Für ein Fernsehteam ist es zu gefährlich und unzugänglich. Doch Mick filmt das Ganze selbst. Zuerst bohrt das Team in der Röhre 7 Löcher in 55 mm dicken Stahl. Dann muss Mick die Lichter fest anbringen. Von außen. Oben habe ich dann improvisiert, das Seil geworfen und mich versichert, dass ich am Ende Knoten gemacht habe. Jetzt wird's ernst. Okay. Sehr ernst. You all ready now? All ready, sir. Okay, hier runter. Da geht's sehr tief runter. Ganz weit runter. Es ist so hoch, es fühlt sich total unwirklich an. Yes, sir, all okay, sir. All right. Als es losging mit dem Abseilen, war ich sehr aufgeregt. Soll ich runtergucken oder nicht? Wir haben das Loch in den Stahl gebohrt, das Lichtgehäuse montiert. Und jetzt müssen wir es noch versiegeln. Jetzt haben wir es. Das hier sind Männer aus Stahl. Stimmt's, Jungs? Davon spreche ich die ganze Zeit. Großartige Arbeit. Im Januar 2010 wird der Burj Khalifa endlich eröffnet. Mit 828 Metern ist er der höchste Turm der Welt. Und das mit mehr als 300 Meter Abstand. Für seine Errichtung haben Zehntausende Menschen zusammengearbeitet. Von den besten Arbeitern und den härtesten Chefs bis hin zu einigen der klügsten Köpfe der Architekturwelt. Es war ein tolles Gefühl, diese Aufgabe zu bekommen und ein noch besseres, sie erfolgreich zu lösen. Und man sieht das Ergebnis da drüben. Fantastisch. It really is a fantastic building.